Ja, hallo zusammen, liebe Zuseher zu unserem spirituellen Heute-Journal und willkommen an meiner Seite, der faszinierende und einer der, ja, sage ich mal, intellektuellsten und ja, Menschen, den ich überhaupt kenne, ist Rolf Ulrich Kramer, auch wenn hier in seinem Untergrund hier steht Angelika und Ulrich, aber es ist nur der Ulrich da. Hallo Ulrich. Ach, du hast den Ton noch nicht eingeschaltet. Da musst du jetzt links unten, jetzt, glaube ich. Jetzt ist es wieder aus. Jetzt, du musst noch mit draufklicken auf dein Mikrofon. Dabei werde ich den Zusehern kurz erklären, um was es heute geht. Denn der Ulrich hat ein neues Buch geschrieben. Ulrich, jetzt glaube ich, müsstest du den Ton haben. Ich habe Ton. Ja, wunderbar. Du hast mich so konfus gemacht mit der Unterschrift da, dass ich die unbedingt ändern will. Und seitdem geht hier alles durcheinander. Ja, die lasst mal, das passt schon. Ich glaube, die Zuschauer versehen das, dass wir hier ein Live-Zoom haben. Und bei Live ist ja immer so, dass immer was Unerwartetes passieren kann. Und diesmal haben wir die heute umgetauft. Na, jetzt ja, ciao. Plötzlich stimmt der Name, gell? Ja, wir sind moderne Menschen, wir schaffen das. Wunderbar. So, wir haben heute den Titel Als alles begann. Und das ist natürlich schon einmal ein Titel, der heißt Den Urknall hat es nie gegeben. Der Urknall fand nicht statt. Das ist natürlich eine Aussage. Und ich habe vorher etwas gefunden, bevor wir in die Tiefe einsteigen. Denn viele Leute werden sagen, ja gut, Psychologie, ist denn das tatsächlich eine, ja, sage ich mal, anerkannte oder was ist denn das überhaupt für Wissenschaft? Und die Wissenschaft wird eigentlich eingeteilt in nicht-empirische Wissenschaften und empirische Wissenschaften. Ich habe mir hier das extra nochmal rausgesucht aus dem Lexikon. Und zwar zu diesen nicht-empirischen Wissenschaften, weißt du, was da dazugehört? Ich habe das gar nicht gewusst. Die Mathematik und die Philosophie gehören zu nicht-empirischen Wissenschaften. Und was zu diesen empirischen Wissenschaften, also Wissenschaften, die mit Beobachtung und Erfahrung zu einem Ergebnis kommen, ist die Psychologie. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich von einer empirischen Wissenschaft, und zwar von der transpersonalen Psychologie. Und diese transpersonale Psychologie, die du seit 1981 praktizierst, hast du gesagt, okay, diese ganzen Ergebnisse, die ich mit diesen Tausenden von Sitzungen zusammengetragen habe, mit diesen Erkenntnissen dieser Menschen, die als Sitzungspartner bei dir waren und bei deinen Kollegen, haben ja sich an etwas erinnert, das ja so in unseren Wissenschaftsbüchern gar nicht drinsteht, das ist mir gar nicht zu lernen. Und darum hat ja das Buch den Titel Als alles begann, der Urknall fand nicht statt. Ulrich, wollen wir mal auf dieses ganze Erkenntnis eingehen und fangen wir mal von vorne an, denn dein Buch ist ja relativ, sage ich mal, umfangreich. Da sind ja 87 eigentlich Erkenntnissätze drin, die du alle in diesem Buch abarbeitest, um zu zeigen, wie überhaupt das ganze Universum, wie alles, diese ganze Existenz überhaupt funktioniert und wo es herkommt und wo es hingeht. Ich möchte anders aufziehen, Nepomuk. Ich betreibe seit 40 Jahren Anleitung zur Innenschau. Und indem man den Leuten unvoreingenommen zuhört, kommen sie auf die unglaublichsten Hintergründe und eine Tür nach der anderen wird aufgestoßen. Und man staunt, was sich dahinter alles zeigt. Und wenn man das mit genügend vielen Leuten über genügend viele Jahre macht, dann merkt man, dass es gewisse Regeln und Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen der Geist funktioniert. So ungefähr wie der Verkehr nach der Straßenverkehrsordnung funktioniert.
da irgendwann erkennt man, guck mal, also wenn ich jetzt ein Außerirdischer bin, dann erkenne ich, guck mal, immer wenn die Ampel rot ist, halten die. Und dann sieht man, da ist eine Regelhaftigkeit drin. Und wenn sie überholen, dann überholen sie immer links und so, ja. Das heißt, wenn man nur lange genug beobachtet, merkt man, da sind Regelhaftigkeiten drin. Und diese Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, die haben wir und meine Kollegen, also ich und meine Kollegen festgehalten in Form von 87 Prinzipien. Und die beschreiben quasi die Landkarte des Geistes, wenn du so willst. Ja, das ist ja das Spannende, denn du bist ja auch natürlich zu der Erkenntnis gelangt, dass diese materielle Welt nicht das ist, wofür wir sie halten und geschweige denn schon gar nicht die Basis von unserem Sein. Und in deinem Buch gehst du diesen Fragen nach, wie entsteht Existenz, wer schafft Leben und Welten? Das hört sich natürlich schon einmal sehr esoterisch an oder irgendwas, man sagt, okay, da braucht man schon wieder irgendjemand anders, der diese Dinge schafft. Und wir haben doch gelernt, diesen Darwinismus, dass alles durch Zufall und Irrtum entstanden ist im Urknall und so weiter und so fort. Und dann sind diese vier Urkräfte entstanden, schwache, starke Wechselwirkung, elektromagnetische Gravitation und so weiter. Aus dem ist alles entstanden und geht, sage ich mal, irgendwie nicht zielgerichtet in eine unbekannte Zukunft, die dann im schwarzen Loch irgendwo endet. Naja, dazu kann man den Biologen Rupert Sheldrake zitieren, der in seinem Buch Wissenschaftswahn sagt, wenn das stimmt mit dem Urknall, woher wussten denn diese Teilchen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie sich zu verhalten hatten? Woher kam das denn auf einmal? Auf einmal wussten die, wie es geht, ein Universum zu bauen und haben sich brav danach verhalten, bis dahin, dass jetzt Leute wie wir zwei uns gegeneinander gegenübersetzen mit Brillen auf der Nase. Und das hat alles der Urknall bewirkt. Und die Teilchen, die wussten einfach, wie das geht. Und da stellte Sheldrake eben diese frappierende Frage, wie soll denn das möglich sein? Auf diese Frage nach dem Urknall bin ich persönlich schon gestoßen, bevor ich den Sheldrake mit seinem Wissenschaftswahn kennengelernt habe. Und zwar war das auf einer Tagung der transpersonalen Psychologen in England, wo mich ein theoretischer Physiker interessanterweise ansprach darauf, auf gewisse psychologische Fragen. Und ich sagte zu ihm, was mich immer fasziniert hätte, ist, dass die Legenden der Völker die Weltentstehung ja immer als ein Heraufbeschwören aus dem Nichts heraus beschreiben, durch Gesang, durch Magie. Und keiner redet von einem Knall. Und in der Wissenschaft reden sie von einem Urknall. Und dann sagte dieser theoretische Physiker, ja, das hätte ihn auch schon immer fasziniert, diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Und in der Physik käme das einfach daher, Zitat, weil es die Mathematik so will. Mit anderen Worten, es rechnet sich quasi in diese Richtung und dann kommt man nicht dran vorbei, dass es da sowas gegeben haben muss. Genau, es ist gerade eine kurze Leitungsunterbrechung. Ich weiß, dass bei dir um die Leitung ein bisschen schwankt, aber das macht nichts. Du bist, glaube ich, innerhalb von ein paar Sekunden wieder zurück. Und gehen wir nochmal drauf ein, weil der Hans-Peter Dürr, der ehemalige Leiter vom Max-Planck-Institut, hat ja auch Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, diese Urknall ist alte Physik, denn er sagt, alles, was lebendig ist, knallt. Das knallt praktisch in jedem Augenblick, denn im Urgrund ist sowas etwas wie ein Geistiges und das, was wir hier als Materie interpretieren oder Energie, ist etwas, was sekundär ist, in Erscheinung tritt, wenn sich dieser Geist bewegt. Ja, nur muss man dazu sagen, fairerweise, dass das nicht falsch ist im Sinne von totaler Mist, sondern wie überall in der Wissenschaft fragt sich, wie weit geht ein Modell? Wir hatten ja die Physik des Newton, die ist wunderbar, um Kanonenkugel zu schießen. Und dann wurde es ein bisschen feiner und da reichte die Physik des Newton nicht mehr. Und dann hat man halt rumgerechnet und da kam der Urknall dabei zustande. Und weil wir diese Rechnerei haben, können wir Computer bauen. Wir können die unglaublichsten Sachen machen mit dieser Mathematik. Aber das heißt nicht, dass das sozusagen wahr ist oder die einzige Wahrheit ist. Was also die Völker da sagen mit ihren Erinnerungen an Urschöpfung, das ist deswegen nicht falsch, weil die Physiker sagen, es gibt einen Urknall und umgekehrt. Also der eine stellt den anderen nicht in Frage. Da war ja der Hans-Peter Dürr schon einer der wenigen, oder ich glaube fast der einzige in unserem deutschsprachigen Raum, der eben gesagt hat, nee, diese neue Physik sagt genau das, dass wir uns auf diese Dinge zubewegen.
Denn das, was wir hier berechnen, weil da hört nämlich die Logik bei uns jetzt da auf, weil er gesagt hat, wenn die Wirklichkeit sowas ist wie etwas, das wirkt und Atome nicht mehr Atome sind, sondern kleine Wirkungen und wer immer diese Wirkungen in Szene setzt, dann da kommst ja du mit deiner Erkenntnis ins Spiel. Wer setzt denn diese Wirkungen in Szene? Wenn wir Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann senden wir eine subtile Energie aus und diese Energie lässt sich zum Beispiel wahrnehmen als telepathischer Impuls oder als psychokinetischer Impuls, dass also zum Beispiel irgendwas umfällt irgendwo, was ich jetzt angepeilt habe. Das heißt, ich als das geistige Wesen, das ich bin, verfüge über die Möglichkeit, eine Energie zu produzieren, die ich zur Wahrnehmung verwende oder für gewisse Wirkungen verwenden kann. Und auf dieser Grundlage baut jeder seine Welt und nimmt jeder seine Welt wahr. Und die kitzliche Frage ist natürlich, wer ist denn das, der den Impuls rausschickt? Oder wer ist denn das, der diese Aufmerksamkeit verströmt? Und da sagen dann die modernen Neurovertreter, das ist das Gehirn. Und ich als spiritueller Psychologe sage eben, das ist nicht das Gehirn, sondern das ist das Wesen. Und damit sind wir bei was ganz abgefahren, nämlich, dass ein geistiges Wesen, das eigentlich ein Nichts ist, aus diesem Nichts heraus eine Welt erschaffen kann. Und wie gut das geht mit dem Welterschaffen, das sieht man ja an den Kindern, die sind ja die Meister da drin, alle 5 Minuten eine andere Welt zu schaffen, aber auch bei Künstlern und jeder Art, die erschaffen Welten. Und das kommt nicht bei denen aus dem Gehirn, sondern das wird aus einem Wissen heraus gestaltet. Und damit sind wir auf einmal, mit diesen paar Worten, sind wir bei der Transzendenz gelandet. Denn das Wissen, das ist ja nicht irgendwo, es gibt ja keine Schachtel mit Wissen drin, die wir anpeilen. Das Wissen ist ja was Abstraktes. Und Gedanken sind was Abstraktes. Und indem ich einen Gedanken verwirkliche, um dein wunderbares Wort zu verwenden, packe ich da Energie rein und dann wird da was draus. Aber derjenige, der das macht, dieses Wesen, was dahinter steht, das ist eben nicht in der Welt, sondern außerhalb der Welt. Und damit kommen wir dem Titel des Buches schon ein bisschen näher, weil Wesen, die außerhalb der Welt sind, denken sich was und daraus wird die Welt, um es mal ganz simpel auszudrücken. Das heißt, es gab zu Beginn ein Wesen, das sagt, okay, mir ist ziemlich langweilig. Also dieser im Indischen würde man sagen, dieser Brahman, der sagt, okay, ich mache mir einen Atman, also ich stülpe was aus oder ich konzentriere mich und dadurch entsteht was. Oh, jetzt bist du wieder eingefroren. Und da werden wir jetzt gerne mit den Dingen nachgehen, weil das ist ja gerade die Frage, die ja uns alle beschäftigt. Gibt es denn diesen Intelligenz im Hintergrund? Gibt es denn diesen Gott, das Gotteswesen, das diesen ersten Impuls gegeben hat? Ja, das ist sehr schwierig in Worte zu fassen und schwierig zu begreifen, weil wir sind ja gewöhnt zu sagen, ich bin mir bewusst. Und dann gibt es also ein Ich und dieses Ich verfügt über ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist größer oder kleiner. Also ich kann sehr aufmerksam sein, ich kann wenig aufmerksam sein, ich kann mir meiner Selbstbewusstsein mehr oder weniger, all diese Dinge schwanken. Aber immer gibt es einen Bewusstseinsträger und ein Bewusstsein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es ein selbsttragendes Bewusstsein gibt, also ein Bewusstsein ohne Träger, dann hat man dieses Allbewusstsein oder diesen Urgrund, aus dem alles kommt, deshalb, was die Inder Brahman nennen. Und das stülpt sich aus und daraus wird dann ein Individuum, so wie du nicht. Aber dieser Brahman ist offensichtlich der Initiator oder der Auftraggeber, wenn sich ein neues Wesen, so wie es mal hier ausstülpt, oder wenn dieser göttliche Funke hier entsteht. Ja, denn dieses Brahman, ich sag mal das Brahman, weil der, das gibt der Sache schon wieder so ein, denk mal, ein Mann mit Bart, ja. Sagen wir mal lieber das Brahman, dieses Allbewusstsein ist in der Lage, Gedanken
zu fassen und diese Gedanken verselbstständigen sich dann und werden zu eigenständigen Wesen. Und wenn jetzt Brahman denkt, hier sollte mal einer das Licht anmachen, dann entsteht ein Lichtmacher. Und wenn das Brahman denkt, ich hätte gern einen Kaffee, dann entsteht ein Kaffeeholer. Also aus jedem Gedanken entsteht ein agierendes Wesen. Und wenn dieses agierende Wesen seinen Auftrag direkt erfüllt, also praktisch den Kaffee holt oder das Licht anmacht und dann Ruhe gäbe, dann wäre eigentlich dieser Zyklus beendet. Wenn aber dieser Kaffeemacher auf dem Weg zum Kaffeeautomaten auf andere Gedanken kommt oder sich von jemand anquatschen lässt, dann kommt er auf weitere Abwege und Irrwege und so entsteht das Karma und das hält ihn ständig im Spiel und Brahman wartet bis heute auf seine Tasse Kaffee. Das ist die Tragödie dieses Universums. Das hast du schön gesagt, aber da erinnert man uns natürlich an diese Entstehungsgeschichte, wo eben der Luzifer und wie der andere geheißen hat, die ja gegenseitig gekämpft haben oder irgendwo ihren Auftrag hatten, was zu tun. Und dann sind die auf die Idee gekommen, ja, das, was dieser Brahman kann, das können wir auch und wir schaffen uns ihre eigenen Welten. Und dann kam es zu diesem, zu diesem Sturz der Engel, keine Ahnung, und dann gibt es verschiedene Welten. Also in die Richtung bist du jetzt gerade gegangen, oder? Die Parallelen mit der Schöpfungsgeschichte und verschiedenen Stellen im Alten Testament sind sehr verblüffend. Das, was wir bei Mindwalking herausfinden, muss ich noch dazu sagen, ist ja nicht Absicht, sondern die Mindwalking-Kunden, die Sitzungspartner, die möchten ja eine persönliche Problematik herausfinden und lösen, damit die Lebensqualität steigt und die Zukunft besser wird. Interessanterweise hängt diese persönliche Problematik aber an ganz fernen Vergangenheitserlebnissen oft, also nicht an einem vergangenen Leben, dass ich mal als Ritter vom Pferd gefallen bin, sondern das geht zurück in Zeiten, als es noch keine Welt gab und die ersten Wesen überhaupt unterwegs waren. Und diese spontanen Erinnerungen lassen sich vergleichen mit dem Alten Testament und der Genesis, aber es ist nicht so, dass die Leute alles gute Christen wären und das vorher gelesen hätten, sondern sie stoßen eben von selbst drauf. Das heißt, diese Wesen, die entstanden sind durch diesen, durch dem oder das Brahman, sagen, okay, das ist alles wunderbar, jetzt bin ich schon mal hier, mein Auftrag ist zwar erfüllt, aber irgendwie ist mir auch ein bisschen langweilig, ich hätte gerne ein bisschen eine Spielumgebung, ich würde mir gerne eine virtuelle Welt schaffen, wo ich etwas begreifen kann. So ist es nicht in unserer Erfahrung. Wenn du aus dem Allsein entstehst, als ein einzelnes Sein, sagen wir mal, mit dem Auftrag, Licht und Liebe in die Welt zu bringen, oder von mir aus gute Fernsehprogramme, was ja ungefähr dasselbe ist, dann hast du nichts anderes im Sinn, als Licht und Liebe in die Welt zu bringen. Aber das geht nicht von alleine und man trifft auf Hindernisse und Gegner und dadurch verstrickt man sich in Spiele, mit denen man nie gerechnet hätte. Und die Sache dauert nicht 14 Tage und ich bin wieder zurück im Körbchen, sondern die Sache zieht sich dann über Jahrmillionen hin. Ich bin oder jeder ist ständig dabei, das zu erfüllen, für was er gestartet ist. Nicht, weil es ihn langweilt, weil er schon längst damit fertig ist, sondern weil er noch nicht damit fertig ist. Das heißt, dieses Spiel, das damals begonnen hat, wie auch immer, wie weit kann man denn hier zurückblicken? Gibt es denn da tatsächlich zu diesen Uraufträgen oder diesen, wie hast es du genannt in dem Buch, dieses Allbewusstsein, gibt es da, kann man da noch so weit zurück zu diesem Punkt, wo man gesagt hat, jetzt kommt die erste Ausstülpung oder die erste Wesenheit, die sagt, okay, bring Licht und Liebe, oder wollte dieser Brahman sich selber kennenlernen? Ob er das wollte, weiß ich nicht, aber dass er es tut, das steht außer Frage, denn dieses Allbewusstsein erlebt die von ihm geschaffene Welt durch uns, durch unsere Augen sozusagen. Das heißt, jeder von uns ist praktisch ein Blick in diesen Brahman. Jeder von uns ist eine kleine Videokamera, die sich zurückfüttert in den großen Computer, damit er weiß, was los ist. Aber die Welt, die da läuft, die entsteht ja durch unser gemeinsames Erschaffen.
Du hast aber Ulrich, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das ist ja gerade das Komplizierte an dieser Geschichte, weil es geht ja von der feinstofflichen, wenn man mal dieses Wort bewenden darf, von der feinstofflichen plötzlich in die Dichte rein, und es gibt ja nicht nur eine Welt, sondern offensichtlich eine ganze Menge davon. Es geht nicht von der feinstofflichen, also ja, es geht von der feinstofflichen, aber der Anfang ist ja außerhalb der feinstofflichen Welt. Okay. Denn im transzendentalen Bereich hast du ja weder Energie noch Materie noch Zeit noch Raum, also gibt es auch nichts Feinstoffliches. Ja. Aber in dem Moment, also dass ich überhaupt davon sprechen kann, liegt daran, dass viele, viele Menschen, ich selbst auch, bei Mindwalking erleben wir das ja alles auch immer selbst, weil wir selbst Sitzungen bekommen und machen. Es gibt eine Erinnerung daran, die viele Menschen haben, wie sie aus diesem Allbewusstsein quasi heraussteigen, so wie der Tropfen sich von der Zimmerdecke löst, wenn Kondensation ist, ja, oder umgekehrt, dass das Kondenswasser aus dem Ozean heraufsteigt. Und dieser Herauslösemoment, der ist aus einem unsagbar Großen und Ganzen heraus. Und das hat eine Absicht, und man selbst ist dieser Absichtsträger. Und dann versucht man, die Absicht zu verwirklichen, und dann sagt man, hey, da gibt es ja schon welche, und die haben alle ihre eigenen Ideen, und dann entsteht Vergesellschaftung, und dann wird es auf einmal kompliziert. Und es gab irgendwann mal ein totales Nichts. Und dann entstanden die allerersten, nennen wir es mal, Spielumgebungen, wenn ich es ein bisschen sagen darf. Dann entstand über die ersten Wesen eine Spielumgebung. Vorher war halt gar nichts. Aber die Wesenheiten, also wir haben ja hier auch eine Evolution in diesen Wesenheiten der Verkörperung, nicht? Also diese Körper, die wir hier haben, das hat ja nicht gleich mit dem Menschen begonnen, sondern das hat ja die Versuche gegeben, diese Wesenheit zu verkörpern, um hier eben Erfahrungen machen zu können, um etwas begreifen zu können in dieser Spielumgebung. Da ist ja diese Entwicklungsstufen drin. Diese Zweckbestimmung kann... Da werden wir gerne mehr auf das eingehen, weil du schreibst ja auch in deinem Buch, wie groß unser Geist ist und so weiter. Du schreibst auch Wahrnehmen und Wissen, Allwissenheit für alle oder Zugang zur höchsten Ebene. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück, jetzt bist du gerade kurz eingefroren gewesen. Gehen wir nochmal zurück, also der mit dem Auftrag hier ausgestülpte, sagen wir mal, oder entstandene Wesenheit, die sich dann sagen, okay, jetzt sind wir schon so viele, aber irgendwie ist uns das ziemlich langweilig, weil wir haben nichts zu begreifen, nichts zu erleben. Und das irgendwie so. Das ist nicht so, entschuldige bitte, das ist nicht so. Es ist nicht so, dass nichts zu begreifen, nichts zu erleben gäbe, denn jeder hat ja seinen Auftrag. Okay. Und hat mit Widerständen zu tun und will sein Ding zu Ende bringen. Und was du da vorhin von Körpern sagtest, als es losging, da gab es ja nichts wie leeres Weltall, da gab es ja keine Körper. Und diese, du hast es vorhin angesprochen, vom Feinstofflichen zum Grobstofflichen, das ist ja eine Entwicklung, die sich über lange Zeiträume hinweg vollzog, sodass es heute so ist, dass ein Geistwesen einen Körper bezieht, so wie man in ein Auto steigt. Aber früher gab es ja diese Körper gar nicht. Da gab es die Geistwesen nur netto, und die hatten keinen Ort, wo sie unterkommen können. Ja, darum eben die Idee mit dieser Spielumgebung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt wollen wir uns jetzt mal in die Augen schauen, jetzt brauchen wir irgendwo mal ein bisschen eine Spielumgebung, wo wir diese Aufträge auch irgendwie visualisieren können oder sehen können oder was auch immer. Das ist alles ungewollt und unabsichtlich entstanden. Das ist alles das Ergebnis von unabgeschlossenen Aktionsabläufen, sodass die Suppe immer dicker wurde, weil das Auflösen der Suppe nicht funktionierte. Schau, der Anfang der Sache ist, um jetzt mal das Alte Testament zu zitieren, das ist ja in dem Sinne sehr grafisch, sehr anschaulich, Gott sagte, es werde Licht. Genau, das Wort Licht, genau. Und dann haben wir die ganze Entstehungsgeschichte, dann die Erde und zum Plus, glaube ich, der Mensch, soweit es in dieser Genesis da drin steht. Aber jetzt bist du wieder eingefroren, jetzt haben sie als geistiges Wesen aber kurz auf Pause-Taste gedrückt. Jetzt bist du wieder da. Das gab halt nicht nur einen Lichtbringer, sondern viele. Und wir haben und Gott oder das Göttliche oder das Brahman wollte
aus rein ästhetischen Erwägungen heraus einen Spaß haben. Ja. Und dadurch sind diese Lichtbringer, lauter kleine Luzifere. Ja, Luzifer heißt ja Lichtbringer. Ne? Lauter kleine Luzifere sind jetzt da unterwegs. Nur, die konnten es da nicht bleiben lassen. So wie die Kinder am Strand, wenn die Mama ruft. Die sagen, ja, wir kommen gleich, wir kommen gleich. Machen wir nur eine Sandburg. Und die machen aber weiter. Wir bauen noch eine Sandburg. Und das heißt, das Spiel, das begonnen wurde, löste sich nicht auf dadurch, dass die zurückkehrten, sondern die konnten gar nicht genug davon kriegen. Und deswegen musste ein Heimholer beordert werden. Ja, jetzt hol die mal heim. Und dieser Heimholer, der ist dann dahin, den haben sie beschwätzt und dann blieb der auch da unten. Mit anderen Worten, die Walze wurde immer größer und mit fortschreitender Verdichtung der Kommunikation und damit der Aufmerksamkeit entstand so langsam das, was wir als Materie und Masse erkennen würden. Aber letztlich sind das ja, du hast vorhin den Dürr zitiert, das sind ja nichts anderes als winzige Energiewirbelchen. Und das ist das, was wir als Geistwesen tatsächlich produzieren. Wir produzieren Mentalquanten und die verdichten sich zu dem Tisch und Stuhl, wie wir sie halt so kennen. Aber das ist nicht, weil das einer wollte, sondern weil einer nicht aufgepasst hat. Genau, jetzt schreibt gerade jemand drin, woher glaubt ihr das zu wissen? Also ich muss noch mal kurz was sagen, also die transpersonale Psychologie, du machst, wie gesagt, deine Sitzungen seit 1981 durch Befragung von Sitzungspartnern, die du während dem Wachbewusstsein fragst und der zu dir kommt, weil er ein Problem hat und plötzlich dann feststellt, wo ist denn das Problem entstanden? In diesem Leben oder in einem früheren Leben oder ganz woanders oder kurz nach der Entstehung und aus diesen ganzen Tausenden oder Abertausenden von Geschichten sind diese, so hast du diese Welten und diese Zusammenhänge entdeckt, sagen wir mal so. Ja, ich gebe hier eine große Schlussfolgerung preis, die ich immer für mich behalten habe, aber weil sie sich immer wieder bestätigt und immer wieder und immer wieder und die Leute auf ganz unterschiedliche Weise von sich aus ungesteuert da drauf kommen und da halt eine große Gemeinsamkeit besteht, ist irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, da kann man darüber reden. Das ist ungefähr so, als würde man in 5000 Jahren, angenommen, alles ginge hier mal kaputt, in 5000 Jahren würden sie dann anfangen, archäologische Forschung zu beschreiben, da würden sie alles mögliche Kriegsmaterial rausfinden und irgendwann würden sie rauskriegen, da muss es mal einen großen Weltkrieg gegeben haben. Und an jedem Ort dieses Krieges findet man unterschiedliche Materialien, aber die sind alle anders als die Kriege von 100 Jahre früher, wo man noch Schwerter gehabt hat und Pferde und so weiter. Also das heißt, man kann, wenn man nur genügend Evidenzen sammelt, irgendwann mal Schlussfolgerungen ziehen, wie das in jeder Wissenschaft gemacht wird. Das und das war dann und dann mal so und so. Mhm. Ganz genau. Und das ist ja interessant, dass Sie deine Sitzungspartner, wie gesagt, nicht nur an ihre früheren Leben, sondern auch beschreiben, was in diesem früheren Leben passiert, welche Mitspieler das gegeben hat, was da abgelaufen ist und diese früheren Leben ja auch, jetzt haben wir gerade eben vorher gesprochen, vielleicht in einer ganz anderen Welt stattfand, in dieser Engelwelt oder auf einer anderen extraterrestrischen Ebene, auf einem anderen Planeten, auf einer anderen Seinsebene etc. Alle diese Geschichten, die du hier oder diese Erfahrungen, die du hier zusammengetragen hast, das sind ja 146 Beispiele in deinem Buch Mindwalking ja schon mit drin, aber diese Erkenntnisse, die wir gesagt haben, wie alles begann, das hast du jetzt nochmal speziell zusammengefasst. Ich muss einmal das Buch einblenden, weil das gibt es beim Osiris Verlag. Gucken wir uns einmal kurz das Cover an, damit die Leute wissen, das ist das. Aber als alles begann, der Urknall fand nicht statt. Hier können Sie es bestellen, ich finde den Preis relativ günstig, 24,95, weil es sind ja doch ein paar Seiten, ne? 320 Seiten, geballtes Wissen über 41 Jahre zusammengetragen. Da könnten Sie jetzt einmal die Wissenschaftler mal sagen, okay, hier gehen wir mal an die Quelle, oder? Viele Kollegen mal da reinblicken, wenn Sie irgendwo mit Ihrer Forschung nicht weiterkommen, dann können Sie mal nachlesen, was so passiert ist. Herr Nepomuk, ich sehe jetzt hier nur so eine Demo, Join a Live Zoom Demo. Ich sehe kein Bild mehr. Ach so, ich sehe dir ganz gut. Ah, jetzt habe ich es wieder, alles klar. Okay. Die Rückerinnerung geht sehr weit zurück, weit früher als die Zeiten, als es Körper und Planeten gab.
Deswegen heißt es ja auch, der Urknall fand nicht statt, weil die Verdichtung des Universums entstand aus mentalen Massen, die jeder bis zum heutigen Tag aufbaut, der sich was denkt. Und wenn man einen Gedanken hat, der einen niederdrückt, dann spürt man ja diese mentale Masse. Und wenn man das dann auflöst, dann fühlt man sich wieder leicht und frei. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass solche mentalen Massen zusammengebacken werden, dann entsteht ein Gebilde, was man als dicke Luft bezeichnet. Und hellsichtige Leute können sogar sagen, was sich für Sachen abgespielt haben, um diese dicke Luft zu bilden. Also wir haben es hier zu tun mit so einer Art feinstofflichen Physik. Und die Erinnerung, ich möchte den Gedanken gerade noch zu Ende bringen, damit diese Fragende beruhigt ist. Es ist ja nicht nur eine Frage der eigenen Erinnerung, sondern man ist ja auch ständig ununterbrochen in telepathischem Kontakt mit anderen Wesen irgendwo oder hat deren Anhängsel auf sich drauf sitzen. Und indem man diese ganzen Quellen untersucht, um sich von ihnen zu befreien, sie abzuräumen, bekommt man eine Story nach der anderen erzählt, die alle auf dasselbe hinauslaufen. Das heißt, diese ganzen vielen Geschichten geben plötzlich ein größeres Bild und sagen, aha, so war das. Richtig, ganz genau. Schau, als ich mit diesen Dingen zum ersten Mal konfrontiert war, war ich ja nichts weiter als ein stinknormaler Psychologe, der sein Schnitzel isst und seine Pommes. Verstehst du? Ich hatte ja keine, bitte, ich bin als ich in den Mid-70ern mein Diplom machte, redete man nicht von vergangenen Leben. Da war Yoga eine Novität, wo die Leute sich an den Kopf griffen, wenn einer im Lotussitz im Park saß. Das war alles nicht normal. Und dann fange ich an und komme auf Erlebnisse und Erinnerungen und Bilder, die mit nichts was zu tun haben. Und da denkst du erst mal, du spinnst oder der Klient spinnt. Was soll das Ganze? Aber wenn dann durch das Bearbeiten dieses absurden Bildes Befreiung entsteht, dann, der will sich ja nicht selber wehtun durch seine Erinnerung. Er stößt da drauf und sagt, nein, ich will das nicht wissen, das ist zu schrecklich. Und dann sagt man, ja, guck dir es mal genau an, wir schaffen das. Und dann arbeitet er sich da durch und dann fühlt er sich befreit und leicht und kann seinen Weg besser gehen. Das will der ja nicht, sich da selber was antun. Und ja, vor allem auch irgendwie so komische Geschichten auszudenken, wenn zu dir ein Maurer kommt, der sagt, ich habe irgendwo ein bestimmtes psychologisches Problem oder irgendein Trauma und dann sagt, okay, das kommt irgendwie, weil ich mit meinem Raumschiff früher, sage ich mal, irgendwo auf den Mond gecrasht worden bin, keine Ahnung, da hat es vielleicht den gleichen Schmerz gegeben. Das denkt sich der Maurer nicht aus. Richtig. Und er kommt an Sachen dran, die er sich nicht mal ausdenken kann, weil er die Filme nie gesehen hat und die Bücher nie gelesen hat und trotzdem kommt er drauf. Also das sind ja alles Hinweise darauf, dass da was dran ist. Und ich habe das in meinem Buch Die Atlantis-Protokolle beschrieben. Da geht es halt um Raumschiff-Zivilisationen, die Erde angegriffen haben. Das war das Ende der Atlantis-Kultur hier. Aber die Frage bleibt natürlich, wenn man dieses Buch liest, wieso vieles einem galaktischen Obermotz ein, diese Erde zu vernichten. Und das wird in diesem Buch im zweiten Teil erklärt. Das heißt, diese ganze Vorgeschichte aus dem Nichts das Sein und aus dem Sein schließlich die Welten. Und dann haben wir schon eine Welt und dann gibt es auf einmal Kämpfe und Zerstörung. Wie kommt es? Besitzanspruch. Besitzanspruch, Machtanspruch, Egoismus und so weiter. Und diese ganze Vorgeschichte wird halt im zweiten Teil referiert. Ich habe das eigentlich an das Atlantis-Buch dranhängen wollen, aber dann wurde mir klar, dass das dermaßen viel Erklärungsbedarf braucht, damit es nicht allzu crazy wirkt, dass ich auf ein anderes Buch geschoben habe. Und es wurde tatsächlich 320 Seiten stark, um eine glaubwürdige Dokumentation zu sein. Ja, aber du arbeitest ja hier tatsächlich, ich habe jetzt das Inhaltsverzeichnis hier vor mir, sogar die Ethik ab, wieso wir böse werden können oder Gelassenheit, damit sich alles lösen lässt und so, oder Erinnerung im Internet der Seelen. Das ist natürlich auch spannend. Was meinst du mit Internet der Seelen? Das ist die telepathische Vernetzung, die ich vorhin angesprochen habe. Das kriegt jeder mit, wenn er mal über einen Friedhof geht oder über ein Schlachtfeld, dass er danach vielleicht schlechte Träume hat.
Es kann sein, dass Menschen Stimmen hören. Es kann sein, dass Menschen entführt wurden im Kindesalter von irgendwelchen Aliens und seitdem irgendwelche Verdrahtungen mit denen haben oder Anhängsel angehängt bekommen haben. Und das wirkt natürlich alles verhaltensprägend. Und die Menschen sagen dann, ich benehme mich nicht so, wie ich sollte, oder manchmal benehme ich mich total daneben. Wie kommt es? Und dann findet man auf einmal, dass es solche Einflüsse gibt. Das heißt, die Menschen, die solche Sachen, sage ich jetzt mal, ja, nicht nur berichten oder sich dann daran erinnern, wie eben, wie du gesagt hast, Entführungen durch andere Intelligenzen, dann tust du die da einfach ab und sagst, nein, das lassen wir jetzt mal weg, weil das gibt es sowieso nicht, sondern du nimmst es schon ernst. Ja, erstens nimmt man es ernst und zweitens nimmt es ja der Sitzungspartner auch nicht ernst. Also die Leute haben ja eigentlich Angst, über sowas zu reden, weil sie glauben, man erklärt sie dann hinterher für verrückt. Wenn man also diese vertrauensvolle Situation geschaffen hat, dass die Leute drüber reden, dann ist es keine Kleinigkeit, sie zu diesen Dingen hinzuführen. Also man glaube bitte nicht, dass der Sitzungspartner gelangweilt, während er ein Zigarettchen raucht, einen Kaffee trinkt, sagt, ja, ich bin da mal entführt worden, das war ganz schön schlimm. Also so ist das nicht. Das ist eine total abgesperrte Geschichte, wo man mit sehr viel Kraft und Beharrlichkeit dranbleiben muss, bis sich diese Tür öffnet. Und wie gesagt, wer da durch ist und das sich bewältigt hat, der fühlt sich hinterher eine ganze Ecke freier als vorher. Egal, was die Erinnerungen sein mögen, ob das jetzt irgendwas ist aus der Lichtbringerzeit oder aus der Atlantiszeit oder dass ihm im letzten Leben als Schmied der Amboss auf den Kopf gefallen ist. Es ist letztlich unbewältigte Geschehnisse, weiter nichts. Genau, und das Interessante ist, jetzt werden die Leute natürlich fragen, ja, wie kann man denn sowas verifizieren? Das sind ja vielleicht nur Geschichten. Ja gut, der fühlt sich hinterher freier. Aber ich habe ja ein Beispiel von diesem Johannes in meinem Vortrag mit drin, auch von dir, der sich eben erinnern kann an ein Geschehnis im Zweiten Weltkrieg und dann nach Hause kommt und seinem Vater genau danach fragt und der die Geschichte noch nie erzählt hat und dadurch verifiziert worden können. Und da gibt es natürlich viele von diesen Geschichten, die dann noch hinterher auch noch bestätigt werden können. Und da gedacht man, wenn diese Geschichten bestätigt werden, warum sollen dann die anderen falsch sein, nur weil sie sich vielleicht verrückt anhören? Also es gibt eine relativ kleine Zahl von Begebenheiten, die sich durch Recherche verifizieren lassen. Aber dann stellt sich die Frage, wieso soll die größere Zahl, die man nicht beweisen kann, wieso soll die dann falsch sein? Es geht nicht. Ich habe im Atlantis-Buch eine schöne Geschichte, wo eine Frau also die Frau hat einen Sohn und der Sohn benimmt sich komisch nach einem Urlaub mit dem Vater. Und die Frau kriegt von dem Sohn, der Sohn ist 7 Jahre alt, glaube ich, kriegt von dem Sohn Bilder über merkwürdige sexuelle Spielchen mit dem Vater in der Urlaubshütte, wo sie da waren. Und ist dann zunächst mal entsetzt und sagt, was bilde ich mir da ein? Aber die Bilder waren dann so eindringlich, dass sie das vom Jugendamt hat verabfolgen lassen. Und tatsächlich hat dieser Vater, geschiedene Vater, den Sohn missbraucht während dieses Urlaubs. Das heißt, da haben wir also wirklich einen dokumentarischen Beweis dafür, dass solche transpersonalen Verbindungen nicht anders sind als unsere Verbindung jetzt über dieses digitale Medium. Genau, das heißt, wir können auch diese Datenbank des Wissens anzapfen und können hier, oder du hast ja auch, wenn der Geist gestört ist, das ist ja auch ein Thema, wenn du praktisch fremde Informationen runterlädst oder aufgrund von welchen Ereignissen auch immer, wenn jemand sehr sensibel ist oder sehr feinfühlig, der plötzlich durch einen Baum vorbeigeht, wo jemand sich früh aufgehängt hat, dann kann sein, dass er diese seine Story plötzlich nachts, sage ich mal, träumt. Und das dann sagt, ich habe hier ein Problem am Hals. Das wäre als solches nicht schlimm. Also ich gebe in dem Buch das Beispiel, es gibt drei Arten, über den Friedhof zu gehen. Entweder du bist so dicht, dass du nichts merkst von den ganzen Geistern, die auf den Grabsteinen hocken und sich mit dir unterhalten wollen. Weil entweder du bist besoffen oder du bist halt einfach total dichter Typ. Ja? Oder du bist ein normal sensibler Mensch, dann gehst du da über den Friedhof und sagst, ach, mich gruselt's. Und in dem Moment gehst du ja in Abwehr und über diese Abwehr kann sich eine Verbindung mit dir einstellen und dann bist du schon längst über den Friedhof weg und hast alle möglichen Bilder. Und die dritte Art,
ist, über den Friedhof im Zustand kompletter Wachheit zu gehen und zu jedem der Geister zu sagen, hallo, dir geht's dreckig. Oh, hallo, schade, dass du so weinen musst. Na, das wird schon wieder. Oh, hallo. Also in dem Moment, wo ich das mit Wachheit wahrnehmen kann, tut es mir ja nichts. Okay. Problem ist, dass man versucht, es nicht zu sehen und dann bleibt es an einem hängen. Also sobald man diesen Abwehrmechanismus einschaltet, habe ich praktisch genau das Gegenteil bewirkt. Ganz genau. Und über diese Konfrontation entstehen Massen, also mentale Massen, die im Raum hängen bleiben. Also wenn jetzt zwei Leute Krach hatten und es kommt einer, der nichts davon weiß, dazu, dann sagt er, hier ist aber dicke Luft. Und wenn er sensibel ist, dann sagt er, der Fritz und die Maria, die hatten gerade Krach. Und vielleicht kriegt er sogar inhaltlich mit, was das für ein Krach war. Manche Leute können sowas. Das, so ähnlich ist es bei Mindwalking. Du gehst in ein Spannungsfeld rein, nicht weil du willst, sondern weil es dir anhängt. Und indem du es abliest und löst sich das auf. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese Spannungsfelder sowas sind wie Baumwollbällchen, ja, und jetzt nimmst du ganz viele Baumwollbällchen und presst die zusammen, dann hast du auf einmal einen soliden Block. Ja, genau. Und so entsteht die Welt. Dadurch, dass unglaublich viele Geistwesen unglaublich viel Krach miteinander hatten, den sie nicht auflösten und sich das immer mehr komprimierte, haben wir jetzt den Salat. Ja, da ist ja ganz schön mächtig was los. Also, wenn man dann so viel, wie gesagt, das hat ja natürlich jetzt fast 40 Jahre oder noch länger gedauert, um aus diesen ganzen einzelnen Geschichten plötzlich eine Struktur rauszufinden, eine Geschichte, einen Ablauf rauszufinden und zu sehen, aha, so war der, wie das alles begonnen hat, so hat sich das aufgebaut. Wie hat das dein Weltbild verändert? Leichte Korrektur, was die Zeit angeht, das war alles schon im Jahr 2007 oder klar, als ich das Mindwalking-Buch schrieb, das steht nämlich hinten im Anhang alles drin, nur habe ich mich damals noch nicht getraut, die große Story zu erzählen. Also da hat man noch ein bisschen mehr Material gewollt. Wie das mein Weltbild verändert? Naja, es schafft eine große Gelassenheit, also sagen wir mal eine angenehme Wurschtigkeit, weil man weiß, das ist alles nicht so schlimm, was da abläuft. Es gab Schlimmeres und außerdem sind wir in der Lage, es zu bewältigen. Das Schöne an Mindwalking ist, dass jede Sitzung zu einer Bewältigung führt und mit jeder Bewältigung wird die Luft ein bisschen sauberer für den Betreffenden und wenn es transpersonal ist, auch für einen anderen. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir nicht nur 7 Mindwalking-Trainer wären, sondern von mir aus 70.000 oder 700.000, dann würde das einen Reinigungseffekt schaffen, der viel Auswirkung hätte. Das heißt, das wäre, wenn ich jetzt, sage ich mal, in den nächsten 100 Jahren tatsächlich, sage ich mal, das zum, also die Standardpsychologie, sage ich mal, Mindwalking wäre und jeder das auch teilweise mit Eigensitzungen macht, dann hätten wir eine bessere Welt. Ja, in dem Sinne, dass wir alte Lasten, die unerledigt rumliegen, auflösen können und dadurch eine leichtere Stimmung schaffen. Ich will zum Thema Psychotherapie sagen, ich bin ja auch Psychotherapeut, aber Mindwalking ist keine Psychotherapie, sondern ein Training, denn wir bauen ja die Menschen auf von der ersten Sitzung an, das selbstständig zu können, also ihren eigenen Geist aufräumen zu können. Die Psychotherapie ist eine Serviceleistung, die unbedingt nötig ist für solche Leute, die nicht die Eigenverantwortung haben, bei sich selbst aufzuräumen, die man jede Woche einmal oder ein paar Mal an der Hand nehmen muss, um sie durchs Leben zu leiten. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und wir bei Mindwalking setzen ein relativ hohes Verantwortungsniveau voraus. Ist also von der Zielrichtung her unterschiedlich. Was und wie gesagt, das ist ein Training und keine Therapie. Was du aber auch herausgefunden hast, ist ja der Aufbau von diesen ganzen Strukturen, inklusive dieses menschlichen Körpers, weil du sprichst ja von auch von Vitalwesen und wie ist denn deiner Meinung nach unser Körper eigentlich organisiert oder strukturiert? Naja, mit Herz, Lunge und Leber und Arme, Beine, Kopf und Rumpf, also was soll ich dir erzählen? Du meinst wahrscheinlich, wieso lebt das Ding?
Ja, genau. Also was ist dann noch im nicht sichtbaren Bereich unterwegs? Also wir kennen ja alle den Unterschied zwischen einer lebendigen Pflanze, die strotzt und vor Gesundheit, und einer kränklichen Pflanze und einer verdorrten Pflanze. Und dasselbe ist für Tiere. Und da sieht man, dass es eine Lebendigkeit gibt. Wir nennen das ja aus gutem Grunde ein Lebewesen. Eine Pflanze ist ein Lebewesen, ein Tier ist ein Lebewesen. Und wir nennen das beim Mindwalking Vitalwesen. Und zwar deswegen, weil wenn die Leute von ihrem Hund reden und sagen, mein Hund ist ein Lebewesen, dann meinen sie eigentlich eher den Körper, der da so fröhlich rumhüpft. Und wir wollen das präzisieren und sagen, dasjenige, das bewirkt, dass der Körper fröhlich rumhüpft, also dieses Energiebündel, diese intelligente Kraft, das ist das Vitalwesen und das managt den Körper in Richtung Gesundheit, Fortpflanzung, Heilung, Überleben. Sozialverhalten. Genau. Und dieses Energiewesen wird da wiederum gemanagt von dem Eigentümer oder dem, der das Fahrzeug nutzt. Ja und nein. Also ein menschlicher Körper verfügt auch über ein Vitalwesen, denn dass unser Körper so funktioniert, wie er es tut, ist ja nicht etwas, was wir bewusst veranstalten. Da gibt es eine intelligente Energie, die permanent dafür sorgt, dass dieses Ding getuned bleibt. Mhm. Wenn wir jetzt als Geistwesen dumme Gedanken haben, dann stören wir diese interne Arbeit und dann wird der Körper krank. Und wenn wir den positiv beeinflussen, und damit sind wir jetzt bei der Energiemedizin, bei Qigong, bei Tai Chi, bei Yoga, wenn wir also diese Energieströme fördern und harmonisieren, dann können die, ohne dass wir uns einmischen, ihre Arbeit machen. Das heißt, wir sind nicht der Chef, sondern, also wir sind nicht der Oberkontrolleur, sondern wir sind der, der dafür sorgt, dass das Team seine Arbeit machen kann, genauso wie es dem Bauplan entspricht. Und dann ist das eine ordentliche Sache. Und je mehr wir uns einmischen, desto schiefer geht's. Okay. Ja, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Du sprichst von diesen Energieeinheiten. Ist das für dich die Seele? Seele ist ein schwieriges Wort, weil das kann tausend Sachen gleichzeitig und das Gegenteil heißen. Deswegen drücken wir uns drum. Aber in diesem, also in unserer Fachsprache drücken wir uns drum. Aber in diesem klassischen Modell von Leib, Seele, Geist würde man sagen, das Geistwesen, das ist derjenige, der in den Körper reingeht und rausgeht, der reinkarniert. Und dann ist körperlos. Genau, nur der Wahrnehmende, der ist körperlos, nur der Wahrnehmende. Genau, der Denkende und der Wahrnehmende. Und dann gibt es halt den Körper als das materielle Ding. Und dann gibt es die Seele und das wäre vermutlich parallel mit dem Vitalwesen zu sehen, ja. Genau. Das heißt, was ist, wenn jemand stirbt, kann dieses Vitalwesen sich verselbstständigen und dann rumlaufen ohne den physischen? Nach unserer Beobachtung ist das Vitalwesen immer im Körper. Also das Geistwesen, wenn zum Beispiel Unfälle sind oder Krankheiten oder tolle Actions im Wildwasserkanu, dann ist man leicht außerhalb des Körpers und sieht die Sache von draußen. Man kann also draußen rein, nach dem Tod ist man eh draußen, also vor dem Tod schon, sieht seinen Körper das Sterben, hat einen Unfall, sieht den Unfall von oben, das ist ja ganz normal. Aber das Vitalwesen erlebt es immer nur von innen, das Vitalwesen ist immer im Körper. Wenn man also Bilder hat von Unfällen, die von innen gefilmt werden, wenn man die ganzen Schmerzen nachempfindet, dann erlebt man auf der Vitalwesenebene mit. Und nach dem Tod, da verfliegt das wie so ein Wölkchen. Also das löst sich auf. Das kann man sehen. Also ich habe viele Tiere sterben sehen, Haustiere. Und wenn die dann gestorben sind oder vom Arzt getötet worden sind wegen Altersschwäche oder Krankheit, dann dauert es oft noch 1-2 Stunden, bevor sich das Vitalwesen löst. Und dann sieht man, wie etwas rausgeht und verfliegt, also wie so eine Zigarettenrauchwolke verfliegt. Mhm. Und dann ist der Körper eigentlich erst wirklich tot. Und das
Das geht sozusagen in die Cloud. Also das, dann gibt es ein Update in der Cloud, könnte man sagen. Weil dieses Erlebnis geht ja nun in den Gesamtspeicher rein und gehört zum kollektiven vitalenergetischen Wissen. Kann es sein, also diese Vox-In, also in der Fachsprache, das heißt, wenn jetzt praktisch ein anderes Geistwesen dieses Fahrzeug oder diesen Körper übernimmt, diese Fälle gibt es ja auch, jemand stirbt eigentlich, geht aus seinem Körper raus und dann sagt der andere, okay, dann nutze ich jetzt den noch und heile den aber auch wieder, damit der wieder funktioniert. Naja, wenn einer einen Körper übernimmt, dann hat er in der Regel nur schwache Erinnerungen an die Zeit davor. Also es ist sozusagen, als wären das alles Schwarz-Weiß-Fotos. Und von dem Moment, wo er drin ist, hat er dann Bunt-Fotos. Okay. Aber er weiß die Landessprache, er weiß, wer Papa und Mama sind und sonst was. Das heißt, im Moment der Übernahme gibt es ein Downloading von Wissen vom Vorgänger. Und dann kann man mit diesem eigentlich fremden Körper einigermaßen überzeugend verfahren und dann sagen die Leute, also seit dem Unfall ist er nicht mehr der Alte. Und das würde auch stimmen, er ist tatsächlich nicht mehr der Alte, weil ein anderer drin ist. Das ist eine intelligente Kombination für Intelligenz oder andere Außerirdische, die sagen, okay, ich möchte mal sein, mal sehen, wie ein Mensch ist und dann machen wir mal ein Walk-in und dann bin ich mal als Mensch unterwegs. Und nicht mit Mikroskop von außen drauf sehen, sondern von innen schauen. Das könnte jemand machen. Also das ist rein theoretisch möglich. Wir hatten noch keinen in Sitzung. Wir haben genügend Walk-ins gehabt, aber wir haben da immer nur Leute gehabt, die aus gutem Grunde hilfreich unterwegs waren. Wir haben keine neugierig herumschnuppernden Marsmenschen gehabt, die mal wissen wollten, wie Coca-Cola schmeckt und sich deswegen einen Menschenkörper genommen haben, wie es oft so vielleicht heißt. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Ne? Ja, also ich meine, sind alle herzlich eingeladen, solange sie die Rechnung begleichen können, gibt es da keine Hindernisgründe. Ja. Aber rein theoretisch hast du recht. Also man könnte als, gut, ist ja auch passiert, also davon haben wir schon berichtet, dass einer aus einem Raumschiff aussteigend in einen Menschenkörper reingeht, um dort seinen Auftrag zu erledigen, um dann wieder rauszugehen. Und dann geht jemand anders, der auf Körpersuche ist, da rein. Also so Sachen gibt es schon. Aber das waren halt alles wohlmeinende Entwicklungshelfer. Dass die Finsterlinge das auch machen, das steht außer Frage. Ja, jetzt haben wir schon beim wichtigen Punkt, den würde ich gerne ansprechen, diese Finsterlinge. Also diese Finsterlinge sind ja nicht von Grund aus finster, weil die haben ja auch mit einem positiven Auftrag begonnen. Ja. Und sind irgendwann auf ihrer Reise zum Finsterling geworden, also aus unserem Blickwinkel heraus. Ja, das kommt nicht unbedingt immer dadurch, dass man von bereits existierenden Finsterlingen kassiert worden ist und was eingetrimmt bekam, sondern das kommt schlichtweg dadurch, dass man eine Verheimlichung praktiziert, weil man von seinem Pfad abgewichen ist. Also wenn ich jetzt meine Berufung habe und ich soll dem Brahman seinen Kaffee holen und dann sehe ich da drüben, da spielen ein paar Typen Karten, dann gehe ich rüber und spiele mit den Karten und dann bin ich auf einmal in einem Lastwagen, werde sonst wo hingefahren, dann habe ich ja eine Verfehlung begangen. Ich habe nämlich meinen Auftrag nicht ausgeführt. Jetzt darf das aber keiner wissen, also muss ich das verheimlichen. Also werde ich in dem Moment giftig, wo ich merke, da kommt einer dran, weiß der was oder weiß der nichts, dann haue ich dem auf die Nuss und dann werde ich automatisch böse. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, den wir auch in unserem gegenwärtigen Leben noch sehr gründlich pflegen. Macht jeder leider sehr häufig. Das heißt also, dieses Braumann schöpft, sage ich mal, ein geistiges Wesen mit einem Auftrag und da aber schon alles drin angelegt, auch diese ganzen Emotionen oder dass ich irgendwas nicht machen muss oder dass ich mich davor drücken kann und alle diese Dinge, oder wie siehst du das? Ein geistiges Wesen ist in der Lage, seinerseits Gedanken zu fassen, um seinen Auftrag zu den Auftrag zu erfüllen. Jetzt bist du wieder kurz eingefroren. Das ist spannend, aber da müssen wir der Frage müssen wir schon einmal nachgehen. Denn
das, was du da sagst, hat ja das was mit dem freien Willen zu tun, also Gedanken zu fassen, bei denen, um diesen Auftrag zu füllen, hat ja irgendwas mit freien Willen zu tun, oder haben wir überhaupt keinen freien Willen? Du hast keinen freien Willen in dem Sinn, dass deine Existenz an eine Berufung gebunden ist. Okay. Du hast einen freien Willen in dem Sinne, dass du deine Berufung umsetzen kannst, indem du jetzt nach links gehst oder nach rechts gehst. Also diese Abwägung triffst du. Und außerdem hast du die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu verströmen, um die Welt wahrzunehmen und zu entscheiden, soll ich besser nach rechts oder soll ich besser nach links. Also diese grundsätzliche Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu richten und Gedanken zu fassen, Entscheidungen zu treffen, die haben wir. Und daraus entstehen die Emotionen. Denn wenn meine Entscheidungen richtig sind und dem Ziel näher kommen, habe ich die Emotion der Freude. Wenn ich auf Widerstände stoße und die nicht schaffe, habe ich die Emotion der Traurigkeit. Das ist nicht von vornherein angelegt. Angelegt ist nur, geh, hol mir einen Kaffee. Wie du das machst, ist dein Bier. Und da kannst du jetzt entscheiden, wie du das machst. Und wenn du es bringst und ich lobe dich, dann freust du dich und wedelst mit dem Schwanz. Und entschuldige bitte. Und wenn du es nicht schaffst, dann verkriechst du dich und versuchst es zu verheimlichen und wirst böse. Aber das würde ja, wenn man sich jetzt mal lapidar das Ganze so anschaut, dann würde das bedeuten, dass sich hier dieser oder dieses Brahman, sage ich mal, hier ein eigenes Umfeld geschaffen hat, mit seinen Aufträgen hier was zu tun und hat das Ganze irgendwie außer Kontrolle geraten. Da kann sich nur beobachten, was so passiert. Ja, wenn du so willst, ist das ein soziales Experiment. Er hat sich gedacht, jetzt will ich mal ein Licht haben, lass mal die Leute so Feuerwerk machen und hey, ist das nicht klasse? So, vielen Dank, das ist gut. Also das sagt ja Gott am siebten Tag und er sah, dass es gut war. Ja. Aber die kommen dann nicht zurück. Ja. Und dann sagt er, aber das ist immer spannend, mal gucken, was jetzt passiert. Und auf die Weise ist er der großzügige Beobachter der von ihm geschaffenen Welt, der nicht so niemanden böse ist, der aber einfach nur letztlich will, dass sich die geschaffene Dynamik wieder auflöst zu einer Gesamtharmonie und der Urzustand wiederhergestellt wird. Das ist also der ganz große spirituelle Aktionsablauf von nichts zu Spiel, zur Auflösung des Spiels, zu nichts. Ja, da haben wir noch was vor uns, oder? Diese Spielreisen, die scheinen ja noch richtig Dynamik aufzunehmen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, ja. Die Inder nennen das, die Hindus nennen das Lila, Gottes Spiel mit sich selbst. Also das ist nicht die Farbe Lila, sondern Lila heißt Gottes Spiel mit sich selbst. Die haben da genau den richtigen Riecher. Er schafft eine Welt und genießt die Welt und dann wartet er, bis es rum ist und dann schafft er die nächste oder er schafft möglicherweise mehrere gleichzeitig, das wissen wir nicht. Ja, aber das scheint ja so jetzt zu sein, dass aufgrund von dieser Verdichtung dieses Spiels und diesen unzähligen Mitspielern und diesen ganzen Verflechtungen und diesen ganzen Verdichtungen plötzlich die Leute gar nicht mehr wissen, wo ihr Auftrag liegt. Und das scheint ja immer das Problem zu sein. Ja, das ist ganz tragisch, weil da kommt also ein Helfer, der soll jetzt den indigenen Völkern am Amazonas in ihrer Not helfen. Und dann wird sein Flieger abgeschossen und er springt mit dem Fallschirm ab. Aber er hat dann, als er dann unten hart aufkommt, hat er eine Amnesie, einen Gedächtnisverlust. Und dann kommen die Eingeborenen dort und peppeln ihn auf und sind nett zu ihm. Und dann sagt er, also irgendwie, die sehen anders aus als ich. Ich bin weiß, die sind braun und irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Aber er weiß nicht, wozu er unterwegs ist und woher er kommt. Und das ist die Situation der Menschen in dem Moment, wo sie den Mutterleib beziehen oder spätestens, wenn sie aus dem Mutterleib austreten. Da gibt es vorher so eine Spiralgeschichte, so ein Strudel, der zu einer riesigen Verwirrung führt. Und deswegen weiß man bei der Schwangerschaft oder bei der Geburt nicht mehr, wozu man eigentlich unterwegs war. Genau, und manche brauchen ja das ganze Leben, bis sie draufkommen, sogar für was ich eigentlich hier bin. Wobei man es intuitiv dann doch noch macht. Also nennen wir mal weltbewegende Gestalten, wie zum Beispiel
Nikola Tesla oder Einstein, die wussten ja nicht, wo sie herkommen. Aber sie haben das gemacht, wozu sie hergekommen sind. Also diese Intuition, die war noch stark genug. Ja, da wollen wir hoffen, dass in Zukunft, sage ich mal, wir da einen früheren Start bekommen, dass man eigentlich die erste Aufgabe, also vielleicht gibt es eine ganz neue Berufsgruppe, die, sage ich mal, Kinder gleich mal nach beim Heranwachsen die ersten 2, 3 Jahre einmal aussortiert, um zu erkennen, zu welchen, ja, sage ich mal, Aufgabenstellung ist er denn gekommen. Also ich denke, da besteht Hoffnung, weil wenn ich mir angucke, als ich vor 40 Jahren, als ich ja 40 Jahre jünger war, und die Kunden auch, wir hatten bedeutend härtere Zeiten als die Leute, die heute kommen, in dem Alter 25 bis 35, die haben ein viel leichteres, viel leichtere Zugänglichkeit zu ihrer Vergangenheit und zu ihren Aufträgen, wozu sie unterwegs sind, und eine ungeheure Neugier in der Richtung, die wir damals nicht hatten. So dass ich, wie ich auch im Atlantis-Buch geschrieben habe, ich bin der Auffassung, dass jede transpersonale Sitzung diese ganze Pampe ein bisschen ausdünnt, so dass der Nächste dann besser durchblickt. Und von daher ist zu hoffen, dass immer mehr Leute kommen mit einer klaren Idee ihrer Richtung und ihrer Absicht, statt dass sie da rumtorkeln. Genau, weil die haben ja alle eigentlich, also soweit du das herausgefunden hast, wir kommen ja alle mit positiver Absicht. Ja. Genau. Ja. Ursprünglich ja, und wenn sie hier ankommen, oder zumindest die to Mindwalking kommen, die haben ja auch eine positive Absicht, weil sie merken, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich führe nicht das Leben, das ich führen sollte, ich habe das Gefühl, ich sollte irgendwas Wichtiges tun, aber was ist das bloß? Also das ist ja eine positive Absicht. Mit den Finsterlingen kriegst du es zu tun auf den Solo-Sitzungen. Solo-Sitzung ist, wenn du halt allein da sitzt mit deinem Gerät, das dir die Rückmeldung gibt, die Anzeigen, und deine eigene Klärung davor nimmst, und dann gerätst du in ein Wesen, was verhindern möchte, dass du dich befreist. Und weil wenn du dich befreist, dann kommst du ihm ja auf die Schliche. Deswegen muss der verhindern, dass du dich befreist. Und das ist eine andere Art von Kundschaft. Also sie kommen nicht, weil sie für sich was lösen wollen. Sie kommen, um dich dran zu hindern, was zu lösen. Okay. Die sind natürlich viel schwieriger. In real life, in Fleisch und Blut, kriegen wir die nicht. Weil was soll denn so ein verkappter KGB-Agent in der Mindwalking-Sitzung? Dann wird er ja enttarnt. Das will er nicht. Deswegen kommt er nicht. Ja, Ulrich, ich hoffe, wir konnten ein bisschen einen Einblick geben in deinen umfangreichen, sage ich mal, Wissensschatz in Mindwalking der letzten 40 Jahre über die Tausenden von Sitzungen und natürlich die Aufgabe oder das Wissen, da wir gesagt haben, ja, wie alles begann, wie schaut das ganze Spiel aus, wo gehen wir hin, was passiert. Und das Buch, wie gesagt, 320 Seiten, wir haben jetzt ja unterschiedliche Aspekte hier angeschnitten. Und vielleicht sollte man nochmal ein oder zwei Sitzungen machen, wo wir vielleicht auf einzelne Teile nochmal konkret eingehen. Aber ich wollte einfach mal zeigen, dass die Welt nicht so ist, wie sie eigentlich scheint, dass wir oder wie wir gelernt haben, dass sie ist. Und danke, Ulrich, dass du hier immer wieder dabei bist und sagst, okay, ich lasse mich hier diese Fragen, sage ich mal, hier so auf allen Seiten hier reinprasseln. Ich möchte noch eins sagen, Nepomuk, letztes Wort. Das Buch besteht nicht aus Philosophie und zusammengestoppelter Erzählung, sondern da sind auch sehr viele Sitzungsprotokolle drin. Also für den, der es genau nimmt, der wird da auch auf seine Kosten kommen. Das Buch ist ja noch nicht auf dem Markt, das kann man jetzt vorbestellen, oder? Es kommt raus am Dezember, oder? Mitte Dezember. Mitte Dezember, okay. Ja, ich habe es auch noch nicht lesen können, aber... Vorbestellen ist gut, weil wir haben in Deutschland einen Papiernot. Und der Drucker kann nicht besonders viel drucken. Also wer jetzt bestellt, kriegt das Buch. Wer nicht, muss warten. Wenn er irgendwie hier reinschreibt, dann gebe ich dir die Adressen rein und dann kriegt er eine mit Widmung, oder? Ich gebe es über mich bestellt. Weiter, ja, klar. Genau. Super. Genau. Also Ulrich, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bedanke mich für diesen super Abend und Gespräch und danke an die Zuseher, dass sie wieder dabei waren. Und morgen Abend haben wir auch wieder ein Heute-Journal. Wir haben ja nicht so viel zur Zeit, weil wir sehr viel Dreharbeiten und sehr viel Filme schneiden müssen und bestimmte andere Sachen vorbereiten.
Aber lasst seid gespannt, was morgen Abend passiert. Ulrich.